Hallo und willkommen, Leute, hier ist Corrupted und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem etwas experimentelleren Spiel. Ich habe dieses Spiel direkt als Link geschickt bekommen, ohne irgendwas anderes dabei. Es war ziemlich creepy, hier einfach nur Links im Spiel gefunden. Und habe ich ein bisschen zu dem Spiel gelesen. Es wurde gesagt, dass es ein experimentelles, atmosphärisches, kleines Horrorspiel ist, was nicht so länger als 5 Minuten gehen soll. Deswegen würde ich mir denken, wir schauen mal rein, um was es hier geht. Könnte ich irgendwas machen hier? Wow, what the fuck? Reveal. Okay. Okay, ich muss die Dinger hier alle abreißen. Okay. Gucken wir mal. Ja, so gucken wir mal hier rein. Now even bigger for your big life. Oh, das ist schon mal. How I lost 15, bla 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 bla. Weg damit, brauchen wir alles nicht. War eine neue Tapete hier drin. Okay, ich sag mal ein bisschen ernsthaft in das Spiel. Kann ich nicht dran? Ah, doch, so. Ja, was ist das eigentlich? Ist creepy, egal. Weg. Der Spiegel geht nicht weg. Okay. Es geht bei allen irgendwelche Diätkuren hier. Also ich weiß nicht genau, worum es hier geht. Was haben diese medizinischen Bilder damit zu tun? Das ist ziemlich creepy. Okay. Boobies. Okay. Dazu sage ich nichts. Ich reiß einfach den ganzen Kram hier weg. Sag alles gleiche aus. So. Weg damit, weg damit, weg damit! Wo geht's denn? Ah, hallo. Guys, Sex Confessions. Naja, siehst du mal. Was hier drin steht, muss wohl stimmen. Ich meine, das lesen Leute und das Leute. Was ist da passiert? Kann ich. Okay, ich muss erstmal die ganzen Dinge hier abmachen, denke ich mal. Pressure to be thin. Bla 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 bla. Gesellschaftlicher Druck, dass Mädchen schlank sein müssen, bla bla. Ich hab's verstanden. Okay. Holy shit. Jetzt können wir die Tapete abmachen. Okay. Dann machen wir einen Tapetenwechsel hier. Doch, ich mag Gelb nicht so. Rot ist viel schöner in dem Raum ohne Türen. Habe ich lieber Rot statt Gelb. Okay. Oh, grün ist das neue Rot. Grün ist das neue Rot. Dieses gelb-grünliche ist das neue Rot. Das finde ich auch viel schöner. Hätte ich nicht viel zu sagen. Also manchmal. Wird der Raum eigentlich größer dadurch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Das ist genau die gleiche. Ah, ne, ist ein bisschen anders, stimmt schon. Okay, gucken wir mal, was hier dahinter ist. Was ist das eigentlich? Okay, schon ein bisschen creepy aus. So, also eins nach dem anderen abreißen. Für einen Tapetenwechsel sorgen, okay. Wo jetzt? Hab ich alles, oder? Das hier noch. Okay. Okay, hier ist einfach nur Holz. Mir gefällt die Musik. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Art, ein Spiel zu machen. What the fuck? Wow! Wow, wow, das wollte ich nicht, tut mir leid. Okay. Oh! Okay. 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 Okay, das ist ziemlich komisch. Also, ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut bisher. Oh, tut mir leid, Spiegel. Oh, holy shit, das ist ziemlich gut gemacht, Freunde. Das ist ziemlich gut gemacht. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Oh. Also, sowas erwarte ich in Indie-Spielen eigentlich nicht, dass die Physik so gut funktioniert. Scheint ja ganz gut zu klappen, ne? Ich bin jetzt auch nicht mehr weg. Fehlt noch irgendwas? Okay, das Ding hier auch schon. Nee. Geht nicht. Ah. Das war doch alles, oder? Oh ne, hier noch. Wow, wow, wow. Wow, okay. Was ist das? Wow! 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 Wow, okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay. What? Holy hell, okay. Das wird wahrscheinlich irgendeine tiefere Bedeutung haben, aber wirklich gerafft habe ich es nicht. Die Musik war auf jeden Fall geil und das komplette Spielkonzept war echt richtig, richtig gut.
Daraus könnte man echt was Größeres machen. Ich weiß nicht, wie man das auf ein längeres Spiel ausstrecken könnte, aber das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Von sowas sollte es mehr geben. Wir können ein bisschen in den Kommentaren darüber überlegen, was für einen tieferen Sinn das haben soll. Ich habe es jetzt nicht wirklich verstanden. Es hat wahrscheinlich irgendwas mit Idealisierung und, keine Ahnung, mit der Gesellschaft zu tun, aber ich habe es nicht wirklich ganz verstanden. Das war zu allem, ja, vor allem mit dem Herz am Ende als mögliche. Aber naja, wir können ein bisschen in den Kommentaren drüber schreiben und mir hat das Spiel ziemlich gut gefallen. Also, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Euer Corrupted. Bis dahin.